Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist mal wieder was am Start, was sich viele gewünscht haben, denn ich spiele nach langer Zeit mal selber wieder eine Runde World of Warships und es hat auch einen recht banalen Grund, beziehungsweise eigentlich keinen banalen Grund, sondern einen driftigen Grund. Es ist Gruselzeit und dementsprechend gibt es auch bei World of Warships wieder ein Halloween-Event. In dem Fall könnt ihr euch hier vier Schiffe auswählen. Ich zeige euch die einfach mal alle, weil das Design sehr, sehr geil gemacht ist. Die Nobilium hier in dem Fall am Start, der Flugzeugträger, alle Stufe 8 und wie gesagt, alle sehr nice designed, sehr schön gemacht, das kann man nicht anders sagen, mit diesem Steampunk-Lunk, den es hier gibt, die Flugzeuge alle dementsprechend, also das Design, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, aber wirklich sehr nice gemacht, haben sich viel Mühe gegeben. Also ich glaube nicht, dass das mal eben so innerhalb von einer halben Stunde alles erledigt ist. Also hierbei jetzt der Flugzeugträger, dann gibt es auch noch ein Schlachtschiff. Natürlich alles bestehende Schiffe schon im Spiel, die dann nochmal einfach mit einem neuen Design sozusagen versehrt werden. Aber ich würde jetzt gar nicht auf die normalen Schiffe eingehen, sondern einfach nur mal das hier genießen. Hier mit diesen Infusionen an den Seitenarme mit diesem blauen, schaut richtig gut aus. Die Kanonenrohre, die auch nochmal versehrt sind. Hier schaut es ein bisschen aus wie Frankensteins Labor oben. Man wartet nur, bis die Blitze drauf einschlagen. Der Reaktor an der Seite oder was auch immer das sein soll. Also wirklich viel, viel Liebe zum Detail hier am Werk. Gibt auch noch einen Kreuzer. Also es gibt Kreuzer, Zerstörer, Schlachtschiff und Flugzeugträger. Also für jeden Kapitän ist hier was dabei. Das Auge darauf ist nur auf Gegner fixiert praktisch. Und wie gesagt, alles in diesem Steampunk-Thema. Und last but not least gibt es aber auch noch einen Zerstörer. Hier vorne, der wartet nur drauf, bis er angreifen darf. Der Turm schaut ein bisschen aus wie zwei Augen, groß und klein. Flügel an dem Schornstein, die sich auch bewegen. Also, da kann man schon wirklich von Liebe sprechen. Auf die Stats und Daten der Schiffe gehe ich gar nicht großartig ein, denn man soll einfach da zocken und daddeln. Heute in diesem Video werde ich eins der Schiffe für euch spielen und welches es sein wird, seht ihr jetzt gleich. Also wie ihr seht, habe ich mich für die Urashima entschieden und eigentlich ist es sehr einfach, um was es hier geht. Ihr seht hier diese Türme und die müssen einfach verteidigt werden, denn dann ist das Thema hier erledigt. Und wenn die nicht verteidigt werden, ja, dann war es ein netter Versuch, aber halt, sei es drum. So. Wir sehen hier, es gibt hier schmutziger Motorboost. Das sich auch noch erhöht, je nachdem wie viel Schaden ihr angerichtet habt. Ein Anti-Lenksystem, gegnerische Schiffe auf ihre Hauptgeschütze auf ihr Schiff abzufeuern, also da mal ein bisschen Ruhe. Und Dampftorpedoansetzer, die Nachladezeit wird da dementsprechend verringert. Ansonsten alles, wie man es halt gewohnt ist. Schadensbegrenzungsteam Stufe 3, also alles so ein bisschen krasser. Hier jetzt mit dem roten Rauch, also. Und da vorne sehen wir jetzt schon direkt das erste Schiff. Die da vorne jetzt sich schon das gleich ordentlich geben. Da ich den Modus selber noch keine Sekunde gespielt habe, weiß ich jetzt nicht wirklich, wie ich jetzt hier mit den Torpedos arbeiten solle. Aber das probieren wir jetzt einfach aus. Wir gehen erst bei 4,5 Kilometer auf, also von dem her haben wir es da sehr, sehr bequem, muss man sagen.
nur die Torps mal einfach mal hier reinpfeffern. Und wir ballern jetzt einfach auch mal drauf. Sehen ja, dass wir hier offen sind, aber alles gut. So, Torps kommen jetzt auch mal an. Der saß schon mal. Und da ist der schon weg. Und wir ballern jetzt erstmal einfach auf die Gegner. Einfach mal ordentlich drauf. Denn wir wollen ja hier auf Damage kommen. Aber auch hier die Granaten, wie die hier rüberfliegen mit ihren grünen. Oh, ich muss gerade aufpassen, dass ich da hier keinen großen Unsinn mache. Ich will ja, wie gesagt, keinen meiner Mates abballern. Aber wir sehen da hier, mein Mate, der ist da schon ganz aktiv am Reinfahren. Und dann gehe ich einfach erst nochmal weiter mit meinen normalen Geschützen drauf. Also ich muss sagen, ist schon seit jeher die Modi hier bei Warships immer schon sehr cool. So. Und jetzt machen wir einfach mal den Motorboost ein bisschen an. Und wir sehen, ja, die WAG, die hatte hier nochmal an Fahrt zugelegt. Aber wir stecken hier nicht zurück. So, die ist zerstört. Und Ghoul. Treffe ich da auch. Oh, was ist denn da so nah? Na, holla. Dich habe ich so nah nicht bei mir erwartet, mein Lieber. Aber ich glaube, meine Torpedos, über die wirst du dich jetzt gleich richtig freuen. Oh nee, der dreht noch bei. Und aufpassen. Wir sehen schon hier, prallt schon alles rein, aber wenigstens habe ich den Torps ausweichen können. Mein altes Problem. So, jetzt brenne ich auch. Ich mache hier mal meinen Skill an, dass sie mal die so ein bisschen aufhören, auf mich zu schießen. Hier den Skill, dass ich ja mal meine Torps ein bisschen schneller zurückbekomme. Und jetzt hau ich mal einfach ein bisschen ab. Weil wir sehen, hinter mir ist auf einmal plötzlich einiges los. Aber auf die Wag, da kommen die Schiffe, die Torpedos jetzt sehr gut. Ja, da war es das nämlich. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Weil zerstört werden will ich eigentlich noch nicht. Bei 108.000 Damage. Und wir sehen, jetzt greifen die da langsam, aber sicher die Türme da an. So, ich versuche mal wieder weiter ein bisschen wegzukommen. Da auf einmal ist hier die Ghoul neben mir, aber da sage ich gleich Tschüss. Gegnerische Zerstörer gesunken. Die Torps sitzen da hinten auch. Also von dem her läuft es ganz gut, aber wir sehen, hier kommen immer mehr Gegner. Also das darf man hier wirklich nicht unterschätzen, was da hier passiert. Und bis das Portal versiegelt ist, dauert es noch lange, 5 Minuten 20. Und wir sehen, der erste Turm, der ist da jetzt gefallen. Meine Sichtbarkeit ist da auch recht reduziert. Ja, und da blickten mich plötzlich ein paar Schiffe an, die ich so nicht auf dem Zettel hatte, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch ehrlicherweise, das Thema ist hier gleich erledigt. Gegnerische Schlachtschiff
zerstört. So, der ist mal weg. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Ich muss hier irgendwie wegkommen. Nur das ist alles andere als leicht gerade. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff. Die Rasputin, die ist auch da ganz schön nah zu mir. Ansonsten, aber bis auf die Rasputin. Problem gelöst. Schaut es gerade ganz gut aus. Maschinenboost aktiviert. Einfach weg, einfach erstmal weg jetzt kommen. Nur natürlich die Türme, die machen es nicht mehr allzu lang mit, aber die Tops, die schauen gut aus. Die schon alle sehr gut aus. 6 Torps, die da getroffen haben. Also da haben wir mal einen richtig guten Schaden hinlegen können mit denen. So, jetzt bin ich durchs Flugzeug offen. So, Tops sind unterwegs. Wir haben halt nur noch 3 Schiffe. Torpedos auf Backbord. Aber vielleicht kriege ich jetzt die Rasputin hier down. So, Rasputin ist erledigt, aber jetzt müssen wir noch 9 Minuten 42 durchhalten und den letzten Turm zu sichern. Ansonsten war es das nämlich für uns. Hier glücklich, ehrlicherweise. Jetzt muss ich da irgendwie noch versuchen, die Schiffe rauszubekommen. Ich will auch nicht die Schiffe, die alle im Verband fahren, sondern vielleicht so wie hier die Waag, die da einzeln daherkommt, nehmen. Die will ich möglichst sicher rausbekommen. So, dass ich mal hier ein bisschen Ruhe habe. Dadurch, dass ich aber aufgegangen bin, war es das mit meinen Tops, die ich da so schön habe positionieren wollen. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen wegkommen. Aber der Flugzeugträger, der interessiert sich da scheinbar für mich. Ne, der geht nicht für mich in dem Fall. Sagte er und sah die Torpedos auf sich zukommen. Jetzt sind wir halt auch nur noch zu zweit. So, da hat wenigstens einer der Torps gesessen. Ja, die sind so schön langsam. Den kann man eigentlich echt noch gut ausweichen. Maschinenboost deaktiviert. Aber ihr seht halt, das Portal versiegelt halt erst in 7 Minuten 20 und die Schiffe sind so gut wie dran, den jetzt gleich wegzumachen.
So, wir versuchen hier noch auszuweichen. Das geht gut. Die Torpedos schauen hinten gar nicht so schlecht aus. Die drei haben da gesessen. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Jetzt lasse ich mich natürlich von dem einen Torpedo da gut abdrängen, deswegen versuche ich da jetzt noch irgendwie reinzukommen. Aber, ja, ich denke mal, da muss man ehrlich sein, das wird hier nichts mehr werden. Auch da meine Torps gehen ins Leere. Aber ein sehr spaßiger Modus. Also ich muss sagen, die Halloween-Modi bei Warships sind schon eigentlich immer sehr geil gemacht gewesen. Und so auch hier. Und da war es das leider. Können hier nicht aufgehalten werden. Nee. Die riesigen Horden können hier definitiv nicht aufgehalten werden. Aber ein cooler Modus, der wirklich Spaß macht und ich finde sehr gut umgesetzt worden ist. Also das ist für mich ein sehr, sehr cooler PvE-Halloween-Modus. Und ich habe mich hier im Team, glaube ich, ganz wacker geschlagen. Habe 8 Schiffe abgeschossen, habe die meisten XP mir geholt. Und ja, ich mit 462.000 Schaden habe ich mir jetzt auch, glaube ich, wacker verkauft. Also für mich alles in allem cooler Modus. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr denn den findet. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.